Dass es halt abends jetzt noch eher dunkel wird. Das ist ein bisschen. Alter, what the fuck? LOL! Wie. Hä? Das ist jetzt eine True Trapper? Was war das jetzt zur Hölle? Ich chill jetzt hier oben auf der Church, obwohl ich hier gar nicht hochgelatscht bin. Geiler Scheiß. Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen mal wieder zu einer Live-Runde Let's Play Battlefield 2. Und ja, was zur Hölle? Ja, das war eine True Trap, die irgendwie in der Luft geschwebt ist, und da ist ein Auto, schnell wieder zurückgehen. Auf jeden Fall live hier am Start auf Wicked Rake mit meinem Royal Soldier mit der gestohlenen AK-74 in Gold und Gerhards Übergrößen waren so, ist glaube ich die Waffe. Und ja, jetzt sind wir hier mal und. Oh, close, 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 close. Oh, okay, tschüss. Ja, jetzt habe ich hier Brandkugeln eingesetzt. Für nichts ist natürlich immer gut. Und markiert wurden wir auch. Boah, sorry. Und ja, es kommt so zu. Boah. Gott, ey. Heute läuft es irgendwie nicht so. Und ja, es kommt leider zu ein paar kleinen Lags und Rucklern, weil mein tolles Internet gerade irgendwie nicht so Bock hat auf Funktionieren, aufs Laufen, so wie es sich eigentlich gehört. Und warum stehst du auf K rum? Und da kommt gleich der nächste. Genau. Und den snacken wir uns auch noch. Ich meine, wenn man schon in-game ist und. Alter, stehen die jetzt alle AFK rum? Ich will eigentlich kein Spawn-Bashing hier machen. Okay, dazu komme ich auch gar nicht. Auf jeden Fall Thema so ein bisschen hier am Rande. Soll so ein bisschen um die Zeitumstellung gehen, beziehungsweise um die Sommerzeit, um die Winterzeit. Was ich davon halte, und zwar halte ich davon nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Ich finde zwar jetzt die Variante, dass wir eine Stunde geschenkt bekommen, doch relativ angenehm. Allerdings, was mich an dieser Variante, Alter, überall Neifer, was mich an dieser Variante stört, ist Concentration, ja, GS von oben. Was ist da los? Muss ich mich auch um oben kümmern oder was? Wo ist eigentlich mein Team? Ah, der ist schon tot, okay. Da oben ist auch noch einer. Boah, da probieren wir jetzt mal einen Sucker Punch. Okay, das war nicht ganz. Egal, den holen wir uns noch. Auf jeden Fall Sommerzeit, Winterzeit. Boah, leckt mich am Arsch. Wie hoch hat der GS geskillt? Meine Fresse. Ich muss da hoch. So, jetzt. Jetzt. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Okay, da wurde ich gesniped. Und der Typ ist auch irgendwie beim Namen erstellen auf die Tastatur gefallen. Auf jeden Fall ist es so, ich muss ganz ehrlich sein, ich finde die Sommer-Winterzeit-Gedöns ehrlich gesagt etwas unnötig. Ist immer so, bei mir dauert es halt auch immer so eine Zeit, bis sich mein Körper daran gewöhnt hat. Gerade abends dann, wenn es schon wieder so früh dunkel wird, wie assi ist denn das eigentlich? Und ist der Typ da hinten noch? Nee, da. Nee, schaut nicht danach aus. Ich heil dich mal, mein Freund. Auf jeden Fall muss ich sagen, nee, ist nicht so mein Ding. Ich denke, von bestimmt 90% der Leute, die diese Zeitumstellung auch immer mitmachen müssen, ist es das Ding auch nicht. Ich weiß auch echt nicht, wer sich das damals ausgedacht hat. Und ich verstehe auch bis heute nicht, warum man das nicht einfach mal abschafft, das Ganze. Alter, Heal. Okay, jetzt hört mir die Tastatur wahrscheinlich abartig laut, aber es geht jetzt leider nicht anders. Wir wollen ja nicht ständig sterben. Oh, schon tot. Schade. Auf jeden Fall, ja, ist halt. Ich weiß nicht, ich finde es einfach unnötig. Es dauert halt auch einfach echt ein bisschen. Vor allem bei mir dauert es noch nicht mal so lange. Schon wieder Neifer. Es gibt halt echt Leute, bei denen dauert das irgendwie 5 Wochen gefühlt, ja, bis da endlich das mal
gecheckt ist, dass eine Stunde mehr, eine Stunde weniger. Eigentlich eine Stunde weniger ist auch echt assi. Also eigentlich ist beides assi, weil wenn wir jetzt es so haben mit eine Stunde geschenkt, ist zwar am Anfang geil, aber dann merkt man auch relativ schnell und zügig, dass man halt, dass abends einfach halt schneller dunkel wird. Das ist halt einfach auch nicht so geil, ja. Und, ich weiß nicht, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, Alter, ist der schwul oder was? Knife Oliver, was ist denn das für ein Name, ey? Meine Fresse, ey, nur Knife war heute unterwegs, das ist echt asozial. Genauso wie die Zeitumstellung. Ich krieg Assists, das ist immer gut, Assists sind immer gut, die werden ja auch nicht irgendwie unterschieden oder so, das hätten sie eigentlich auch mal einführen müssen. Und schön durch die Truppenfalle, die anscheinend von uns ist. Lol, 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 ein HP überlebt mit dem Auto, läuft bei mir, läuft. Und ich warte nur da drauf, ja, genau auf dich habe ich gewartet, mein Freund, auf dich habe ich gewartet. Tschüss. Alter, Alter. Alter, Alter, ah, shit, der hat zu viel Leben noch. Verdammte Scheiße. Nee, aber so könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Und ich weiß auch nicht so, ich hatte jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ich hatte jetzt von zwei Leuten auf Facebook gelesen, dass die Bock haben auf Fragen-Antwort-Videos. Da hätte ich ehrlich gesagt auch Bock drauf, weil... Oh, lol. Ich brauche mich halt, sag ich mal, nicht um Thema großartig kümmern, weil das fällt mir in letzter Zeit so echt ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass diese Themen, die ich eigentlich immer gerne bei einem Video dabei habe, die gehen mir einfach komplett aus. Und ich habe zwar so eine Liste oder sogar ein Buch, wo ich wirklich alles reinschreibe, was mit YouTube zu tun hat. Allerdings ist der jetzt gerade tote Hose. Weil mir halt keine Themen einfallen und das ist halt scheiße, ne? Alter, oh Mann, von wo wäre ich überall geschossen, ey? Das ist doch pervers, ey. Alter, 18-6, das könnte echt besser laufen. Mann, 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 vor allem mein Team hier, was ist denn da schon wieder? Nur Waschlappen hier. Meine Fresse, okay, ich bin drittbesser, ich sollte vielleicht nicht den Mund so groß aufreißen. Oder es liegt am Gegnerteam, es liegt natürlich am Gegnerteam, die hier die ganze Zeit mit ihren fucking Knife Runs uns wegnieten und knifen und... Alter, wie viele Sniper sind denn das hier? Ich krieg einen echten Vollflash. Erstmal ein bisschen Klopapier inhalieren. Ja, genau, von oben, von... Alter, hau ab, du Wichser. Okay, jetzt muss ich hier nur noch überleben. Ich will nicht der Last Kill oder so sein. Alter, gebt euch bitte, wie die Granate gerade geflogen ist. Was zur Hölle? Ist der Spaß da oben noch auf seinem Turm? Ja, ist er. Ah! Ich will da einen Sucker... warum ist die Runde zu Ende? Scheiße. Egal. Gott. Also, sorry für das Gameplay. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr Themenvorschläge habt, ob ihr Bock auf Antwort, Frage, Gedöns habt und was ihr von der Zeitumstellung haltet, beziehungsweise ob ihr lieber die Stunde mehr habt, oh Gott, oder die Stunde andersrum. Und Leute, ich pack's jetzt erstmal, ja gut, Scoreboard scheißen wir jetzt mal drauf. Ich würde sagen, ich packe jetzt noch ein bisschen fertig. Jetzt in der Zeit, wo ich in Berlin bin, kommen übrigens keine Videos, weil ehrlich gesagt bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen, da was vorzuproduzieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder auf meinem ReLive-Kanal oder schaut einfach die älteren Videos an. Und ja, dieser Ladebildschirm, der ist schon echt schön. Vor allem dieser Ladebalken, der so schnell vorwärts geht, das ist schon brutal. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Mannequin in die andere Richtung rennt. Keine Ahnung. Egal. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann, ich denke, Ende nächster Woche wieder. Und yo, ciao.